Schießen zwischen Lokomotive Moskau und Hertha BSC Berlin. In der Masterrunde werden alle fünf Schützen wieder neu antreten müssen, wenn es keine Entscheidung gab nach dem ersten Durchgang. Hier gibt es neue Schützen, also die Schweizer haben sich was einfallen lassen, damit die ganze Sache nicht so eintönig wird. Worum geht es hier eigentlich noch, wenn nicht um die Ehre und um das nackte Ergebnis des dritten Platzes? Es geht um ein paar tausend Schweizer Franken, immerhin 5000 bekommt die Mannschaft für Platz 3 und 3000 noch der Unterlegene in diesem 9-Meter-Schießen. Also es ist nichts geworden mit der ganz großen Prämie für den Sieg, die 12.000 Schweizer Franken, die sie sich so gerne mitgenommen hätten, die Männer aus Moskau, die jetzt erstmalig ihren Ersatzkeeper hier aufs Feld schicken, fast so wie beim Handball. Es ist Hassan Bidjiev und er muss gegen Stefan Karl, ein kurzes Gebet aussprechen, denn so hart schießt der, aber drankommen muss er gar nicht. Erster Fehlschuss, Hertha BSC. Und Christian Fiedler. Im Duell 1 gegen 1. Torhüter gegen Schütze, gegen Alexei Kosolapov, den Kapitän. Also beide Kapitäne haben ihr Werk bereits vollgetan. Und er war erfolgreicher als sein deutscher Kollege. 1:0. Lokomotive Moskau. Vollspann. Sven Meyer. Ausgleich. Was bleibt einem Torhüter bei einer so kurzen Entfernung noch? Muss ich entscheiden. Das hat Bidjiev getan. Nur kein Glück gehabt. Garin. Wieder Führung. Sverison. Und diesmal hat Bidjiev richtig gemacht, richtig geahnt. Der Isländer hat die Mitte gewählt, wie so oft, aber keinen Erfolg gehabt. Tschuganov. Und schon liegen sie mit 2 Toren in Front, die Russen. Mike Lünsmann. Der muss treffen. Nein. 3:2, er kann das 4:2 perfekt machen. Und wie Alexei Arifulin. Und damit war's das. Das Geld geht nach Moskau, wenn es auch nicht allzu viel ist. Und ein Trostpflaster nur 5000 Schweizer Franken für Lokomotive Moskau. Dritter Platz in Zürich. Hertha auf Rang 4.